Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Und wir sind hier in der alten Villa. Ich habe das eigentlich schon ein bisschen ausgecheckt, wo ich hier bin. Ich habe heute Nachmittag nämlich schon mal reingeschaut, aber nachdem ich gesehen habe, dass ich hier bin, habe ich mir gedacht, ich warte jetzt einfach mal bis zum Abend, weil nachts kann man hier in dieser alten Villa noch ein bisschen mehr machen, als tagsüber geht. Und da habe ich mir einfach mal gedacht, ich nehme jetzt einfach mal nachts auf. 23:23 Uhr haben wir jetzt gerade. Und ich brauche jemand anderen vorne, weil mit unserem Fulipurba, das wir jetzt hier im Team haben, kann ich hier nicht sonderlich viel reißen. Moment mal, was kannst denn du eigentlich alles? Bist ein bisschen ungeeignet, gegen Elektro-Pokémon zu kämpfen. Das ist das Problem. Ist die Frage, wann hitte ich den mit einem Funkensprung? Ich glaube, ich habe fast nichts Schwächeres. Ich probiere das jetzt einmal mal mit Chris. Habe ich eigentlich Bälle dabei? Das ist jetzt die nächste Frage. Ja, 5 Pokébälle, ein Netzball, ein Superball. Probier mal einfach, selbst wenn ich es nicht fange, dann ist es ja nicht unbedingt so schlimm. Kann man ja jeden Tag machen. Und hallo Rotom! Ach, du bist hier Level 20. Okay, das ist ja noch okay. Ich hätte jetzt gedacht, du wärst Level 15, aber das war Diamant-Perl, wo du 15 warst. Wir haben hier übrigens dasselbe Theme wie bei einem legendären Pokémon, auch wenn Rotom kein legendäres Pokémon ist. Okay, den kriegen wir ja locker geschwächt, so mit Doppelteam. Juhu. Ich freue mir. Und gleich mal daneben. Das ist. Oh, Konfustrahl kannst du auch noch. Kannst du irgendwelche Attacken, die nicht nervig sind? Das wäre vielleicht nicht schlecht oder so. Ja, natürlich hauen wir uns jetzt erstmal wieder selber, okay. Du hast mich überzeugt. Ich hol den Affen rein. Und noch ein Doppelteam. Rotom ist übrigens vom Typ her Geist-Elektro. Und es ist außerdem ein Formwandler. Kann man hier jetzt allerdings meines Wissens nicht machen, wenn man nicht einen bestimmten Schlüssel hat. Probieren wir mal einen Pokéball. Ich weiß jetzt gar nicht, wie schwer so ein Rotom jetzt genau zu fangen ist. Auf jeden Fall kann es in seinen Extra-Formen, kriegt es immer noch ein paar Special-Attacken. Ab Generation 5 auch ändert es damit auch den Typen. In Generation 4 bleibt es immer Geist und Elektro. So. Ich möchte ich ihm einen Spitznamen geben. Will ich ihm einen Spitznamen geben? Bleibt sowieso die ganze Zeit in der Box, weil er nicht ins Team kommt. Kenne ich jemanden, der das eventuell sieht? Ansonsten. Einen Moment. Ich muss mal ganz kurz die Aufnahme pausieren. Bin gleich wieder da. Okay, ich bin wieder da. Ich habe mich entschieden, wie ich es nennen werde. Und zwar, nachdem der jetzt sowieso die ganze Zeit in meiner Box rumgammeln wird, nenne ich ihn einfach Timon, weil der ist auch nie da. Schöner Gruß an dich, Timon, übrigens. Okay. Dann haben wir das erledigt. Soweit ich weiß, hat sich Koto die meisten Items hier schon geschnappt. Muss ich hier nur mal schauen, ob er da schon drin war. Da bin ich mir ziemlich nicht mehr so ganz sicher. Ansonsten könnten wir schauen, ob wir die Geister hier irgendwo sehen können. Ich glaube, hier war er schon.
Moment mal, war hier nicht einer von den Geistern? Die kommen ja, glaube ich, auch nur nachts. Sie sind auch nur manchmal da. Na ja, egal. Könnt ihr ja selber mal auskundschaften, wenn ihr selber eine Pokémon-Platin-Edition habt. Hier steht auf jeden Fall Sylvana rum. Hallo da, hast du auch die vielen Gerichte gehört und bist deshalb hierher gekommen? Du weißt schon, die Gerichte über das Geist-Pokémon in der alten Villa. Ja, ich hab's gerade gefangen. Ich habe auch Gerüchte über unheimliche Schatten gehört. Ich würde ja selbst hingehen, aber da ist... weißt du, ich bin nämlich ein Arenaleiter und immerhin sehr beschäftigt. Und da ich so beschäftigt bin, schaffe ich es nicht, in die Villa zu gehen. Das liegt aber nicht daran, dass ich Angst habe oder so. Also viel Erfolg, wenn du dir Villa erforscht. Angsthase! So, ab aufs Fahrrad. Zweiten Gang rein. So. Ich gehe erstmal ins Pokémon Center. Sind jetzt nach langer Zeit mal wieder in Ewigenau. Jetzt dürfen wir erstmal wieder zurück nach Herzhofen. So. Das machen wir am besten über den Fahrradweg. Hier. Moment. Hier habe ich das Fahrrad. Genau. Ist ein bisschen ungewohnt, weil ich die Knöpfe, seitdem ich Mystery Dungeon hier spiele, auch ein bisschen umgelegt habe. So. Route 207, dann ab durch den Kraterberg. Linklim will ich jetzt nicht unbedingt fangen. Oh, Moment, bis ich da mich durchzerbrochen habe, bin ich dreimal drumherum gefahren. Keine wilden Pokémon. So. Moment mal. Da kommt doch jetzt ein Rivalenkampf, oder? Der fängt mit Staravia an. Na gut, dann passt ja, dass ich Chris vorne hab. Ich müsste Wendigo vielleicht ein bisschen nachtrainieren. So. Da steht er doch schon. Na gut, komm her. Tada! Hast du mich schon wieder warten lassen, Lucius? Wer ist inzwischen stärker, du oder ich? Wir finden das jetzt sofort heraus. Hey, du bist ein Trainer, also musst du immer mit deinem Kampf rechnen. Kein Jammern, kein Zögern und los geht's! Oh ja, Rivalenmucke. Kann es sein, dass das der erste Rivalenkampf ist, den ich abkriege in diesem LP? Ich bin nicht sicher, die ersten zwei hat Koto, glaube ich, abbekommen und seitdem war keiner mehr. Zumindest nicht, dass ich es wüsste. Auf jeden Fall bedrohen wir uns hier erstmal wieder gegenseitig und ich... Boah, Doppelteam. Hör mir doch damit auf. Ja, natürlich geht bei einer Chance von 75% zu treffen gleich mal eine Attacke daneben. So, schauen wir mal, ob wir bei 60% noch treffen. Ja, bei 60% geht's wieder. So, Volltreffer, okay. Dann reicht es natürlich trotz Bedroher, weil den ignorieren wir ja damit komplett. 604, dann kommt Pliperin. Ich möchte das Pokémon wechseln. Wendigo darf auch mal ein bisschen was tun. Der kann zwar momentan nicht allzu viel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber er ist zumindest gegen die Pflanzenattacken von ihm immun. Ich hoffe jetzt nur einfach mal, dass der noch keine... weder Flug noch Eis attacken kann. Oh Gott, das macht ja gar keinen Schaden. Na gut, ist ja auch ein Levelunterschied da, bin ich nochmal was. Na gut. Dann haben wir das zumindest versucht. Wir schicken Chris wieder rein. Der ist jetzt sein Bedroher zumindest auch los.
und darf jetzt gleich nochmal bedrohen. Ein Blubstrahl. Der könnte sogar mittelmäßig wehtun. Ja, nicht nur mittelmäßig, der tut weh. Komm, Funkensprung. Hau ihn weg. Ja, das überlebt er natürlich. Aber wir haben ihn paralysiert, das ist schön. Und er kann nicht angreifen für Paralyse, das ist noch schöner. Hier kriegst du noch einen Funkensprung. Bisschen Hex darf auch mal sein. 412 Erfahrungspunkte für beide. Roselia kommt in den Kampf. Ja, da möchte ich wechseln. Und zwar kommt Wupan dann mal rein. So. Jetzt die Frage, will ich lieber den Giftdorn nicht kassieren oder ich hau lieber auf die schwächere Verteidigung. Komm, was soll der Geiz? Giftdorn? Nein, kommt er nicht. Sehr schön. Und es kommt noch ein Ponita. Ja, da möchte ich wechseln. Da haben wir doch auch das perfekte Pokémon für. Nämlich unser Neo. Ich weiß zwar jetzt nicht so genau, auf welcher Verteidigung der schwächer ist, aber ich greife einmal mit der Wasserdüse an, weil wir sind auf dem physischen Angriff ein bisschen stärker. Oh, Volltreffer. So. Ah, was soll das heißen? Ich habe wieder verloren. Ich habe mir doch eine absolut sichere Strategie zurechtgelegt. Hey Lucius, sag mal, erinnerst du dich an diese Strategie? Jeder deiner Treffer muss sitzen. Lass dich nicht vom Gegner erwischen. Es war eine abgefahrene Strategie, aber sie ist keinen roten Heller wert. Hm, schätze ich, ich muss jetzt mehr zum Einsatz zeigen und das Team richtig aufbauen. Nun ja, dann verziehe ich mich dann mal wieder. Ach, Trost du. Wir sehen uns, Lucius. Und nächstes Mal kippst du aus den Latschen, wenn du siehst, wie ich mich entwickelt habe. Solltest vielleicht noch mal ein bisschen was Besseres auffahren. Wobei sein Team eigentlich ganz okay ist. Okay, mit nur Tackle als Attacke kann ich Wendigo nicht wirklich trainieren, wenn er so hart unterlevelt ist. Da muss ich mir mal was einfallen lassen. Ich glaube, ich werfe mal einen kleinen Blick in unsere TMs. Und schau mal, was wir da so haben. Oh, Kugelsaat. Kannst du das lernen? Das wäre jetzt nämlich richtig nice. Kann er lernen. Als Übergangsattacke wäre es auf jeden Fall nicht schlecht und sonst brauchen wir die ja eh nicht. Es ist zwar hier, glaube ich, noch Stärke 10, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja, leider. Rechte Hand braucht man nicht. Ist nur für den Doppelkampf da und da bevorzuge ich andere Sachen auch. So, was haben wir denn noch? Wir haben Erdbeben. Rückkehr, Raub, dunkelblaue Tarnsteine, Strauchler ist speziell. Delegator, Zerschneider, Zertrümmerer. Kannst du Raub? Das wäre mal interessant zu wissen. Nee, das kann nur VM-Opfer und Chris kann es auch. Rückkehr könnte ich ihm beibringen, aber das bringt momentan noch recht wenig, da wir noch kaum Zuneigung auf den drauf haben. Strauchler würde ein bisschen was bringen, aber der ist ein rein physisches Pokémon eigentlich. Wenn wir uns mal die Statuswerte von dem anschauen, die Angriffswerte liegen 20 Punkte auseinander. Das ist eine Menge. Aber Kugelsaat sollte ein bisschen stärker sein als Tackle. Bei 2 Treffern haben wir zumindest schon mal Stärke 30 und 3 Treffer sind Durchschnitt. Okay. Ich gebe ihm trotzdem mal. Moment mal. Wir haben den doch schon. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da, EP-Teiler. Fahrrad. Moment, ich wollte hier noch was machen. Wenn wir schon mal wieder dabei sind, ein bisschen einkaufen gehen.
Ich brauche mal wieder ein paar Oh, wir haben noch 21. Okay, da war ich beim letzten Mal schon ganz fleißig. Aber ich kaufe noch mal ein paar Tränke. Von den kleinen kann man auch nie genug kriegen. Moment, davon haben wir noch genug. Beleber. Die müssen wir uns auch mal leisten. 10 Stück. Wir können Superschutz kaufen. Das ist sehr schön. Der preiswerteste Schutz von allen, sage ich ja, glaube ich, in jedem LP mindestens einmal. Superschutz ist preiswerter als Topschutz. So, damit ich jetzt überhaupt noch zu was komme, mache ich jetzt hier weiter. Und wir verkloppen wieder ein paar Trainer. Lass mich mal sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Woher willst du das wissen? Du kennst mich gar nicht. Du weißt ja gar nicht, wie stark sie vorher waren. Pokémon-Züchter Nils in Knospi. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr, da ich Chris vorhin habe. Naja gut, probieren wir einfach. Biss. Oha, das macht sogar Schaden. Ich bin erstaunt. Bitte kein Gifthorn, bitte kein Gifthorn, danke. Ein Evoli. Okay, ich probiere es jetzt einmal mal mit ihm selber. Die Pokémon hier von dem sind schwach genug, als dass ich da was ausrichten könnte. Sind ja ungefähr auf wendiges Level. So, mit mindestens 3 Treffern ist Kugelsaat stärker als Tackle. Und vor allem auch treffgenauer, weil Kugelsaat hat eine Genauigkeit von 100. Spoiler. Oh nee. Muss das jetzt sein? Komm, triff einfach 5-mal. Oder mach Volltreffer zwischendrin. Nein, 5-mal, nicht 2-mal. Der hört auf mich, der macht Volltreffer. Nimm doch mal ein Beispiel an dem. Naja, so sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. 4-mal getroffen. So. Den Rest machen wir zum Tackle. Der reicht ja hoffentlich. Ein Mobile. Ja, da möchte ich wechseln, weil das dauert mit dem sonst ewig. Das machen wir mit Neo. Also jetzt gerade mit halbiertem Angriffswert wird es jetzt ewig dauern, auch wenn wir sie effektiv treffen können. Mobile ist in der physischen Verteidigung richtig, richtig stark, daher hauen wir da lieber mal speziell drauf. Weil da hält er gar nichts aus. Und ein Pichu. Das kannst du jetzt wieder machen. Pichu kann nix. Der hält auch nicht mal wirklich was aus. Komm, wenn du 3-mal triffst, hast du auf einmal kaputt. Sehr schön. Und 180 EP, Level 22. Die Verteidigung von dem Viech ist wirklich abnormal. Und versucht ruckzuck zu lernen. Das ist sehr schön. Ja, eine Attacke soll bitte vergessen werden. Ich bin dafür, den Tackle wegzumachen, weil hier ist ruckzuck einmal mal noch in beiden Punkten besser als der Tackle. Ich behalte da lieber noch mal ein paar Statusattacken, weil die könnten noch nützlich sein. Im Vergleich zum Tackle, der mir sowieso die Hälfte der Zeit daneben geht. So. Okay. So, ach, der gibt uns eine Profi-Angel. Das ist schön. Nicht, dass ich die brauchen würde, aber... Nein, ich will nicht erklären. Nein, nein, hör auf, ich habe Nein gesagt. Die Jogger kämpfen nur morgens. So, im Bereich so 4 Uhr bis 10 Uhr, glaube ich. Wobei, nachdem ich die verprügeln will... Ich glaube, ich kann mal ganz kurz cheaten, oder?
Ich stelle mal ganz kurz die Uhr um. Uhrzeit machen wir mal auf 7 Uhr. Okay, jetzt ist es ein bisschen heller geworden und jetzt kämpfen die Jogger hier. Komm, komm her. Ach, Moment mal, da müssen wir erst einmal kurz das Gebiet verlassen, damit das überhaupt zählt. Und da oben habe ich jetzt eh gerade noch ein Item gesehen. Wusstet ihr übrigens, dass das Team von dieser Route in Smash Brothers, also in Smash Brothers Brawl drin ist? Kleiner Funfact für zwischendurch. Hier haben wir einen Superball. Und da ist doch auch noch irgendwo was. Moment mal, da haben wir doch mittlerweile schon... andersrum wäre es wahrscheinlich schnell gegangen. Okay, hier ist nix. So, jetzt kämpft er. So, Jogger Cedric. Oh Gott, den muss ich ja ganz genussvoll kaputt machen. Luxio gegen Luxio. Und er hat Rivalität. Gut, dass ich ihn bedroht habe. Ich sollte die Maus hier vielleicht mal rausnehmen. Das wird ein ziemlich... also der Kampf hat auf jeden Fall ein bisschen Biss. Und er schreckt zurück. Das ist sehr schön. Chris macht wenigstens das, was ich ihm sage. 288. So. Doppelkampf. Wen habe ich vorne? Chris und Bupan. Okay, das passt. So. Euch zwei zerlege ich noch. Und eventuell noch einen weiteren Jogger, wenn hier noch einer rumläuft. So. Okay. Ich habe jetzt keine speziellen Attacken außer Glut, womit ich auf das Mobile rumkloppen kann. Allerdings kriege ich das Pantini mich schon mal mit dem Biss effektiv weg und du machst erstmal ein Tempohieb auf das Mobile. Das wird zwar nicht für ein One-Hit reichen, aber Two-Hitten soll drin sein, ja genau. So. Gibt jetzt zwar alles nur extrem wenig Erfahrungspunkte wegen dem EP-Teiler, aber so können wir wenigstens unseren Kleinen ein bisschen nachtrainieren. Und da oben ist noch ein Jogger, den mache ich jetzt noch kaputt, bevor ich jetzt an Kutu wieder weitergebe. Oh. Verdammt. Den Jogger mache ich so oder so noch. Auch wenn ich jetzt die Folge ein bisschen überziehen muss. Oh Gott, die muss ich aber stark überziehen dann. Ich glaube, ich höre nach dem auf. Sonst muss ich zu viel überziehen. Sehr schön, zurückschrecken, so lasse ich mir das eingehen. Ein Evoli, komm, mach mal hier mit Chris gleich weiter. Der braucht die XP. Hier, Funkensprung. Level 28. Und Angeberei will er lernen. Ich bin kein großer Freund von dieser Attacke, die ist ja auch schließlich nicht umsonst verboten. Die
mir ein zu großes Risiko. Ein Pi. Na gut. Ist ja hier noch ein Normal-Pokémon, können wir hier mit Kampfattacken verkloppen. Versucht das bitte nicht in Gen 6. In Gen 6 würdet ihr euch damit Kampfattacken die Zähne ausbeißen. Weil Pi in Gen 6 einen Fee-Typ bekommen hat und der ist ja resistent gegen Kampfattacken. Und ein Pantimimi. Bleib mal drin, hält physisch eh nichts aus, da können wir mit dem Flammenrad drauf. So. So, dann haben wir die Janina hier auch noch besiegt. Dann stelle ich mich mal so hin, um dem Koto zu sagen, dass ich den dann noch nicht besiegt habe. Und ich stelle Wupan mal nach vorne. Ja, und dann ist meine Folge damit jetzt auch erstmal vorbei. Wir schaffen in letzter Zeit so wenig, weil wir so viel in der Weltgeschichte umeinander reisen. Aber egal, wir sehen dafür wenigstens ein bisschen mehr von der Sinnoh-Region. Ist sowieso meine Lieblingsregion. Ich verabschiede mich hier und wir sehen uns in der übernächsten Folge wieder. Die nächste gibt es dann wieder morgen bei Koto. Bis dahin, macht's gut.